Was wart? Warp nicht möglich, Indium-Antrieb erforderlich, was ist denn das? Ja, wahrscheinlich stärkerer Warp-Antrieb. Also müssen wir doch erst so einen Kacklappenplaneten hier in der Nähe irgendwo nehmen. Ja, Wirtschaft hast du dann jetzt Daten nicht verfügbar. Ja, weil du keinen Wirtschaftsscanner hast. Okay, dann müssen wir dann doch in die Nähe warpen. 14 Lichtjahre, Valkyrien Hauptlebensform. Ja, guck mal, du auch in die Karte, dass du das auch findest. X war das, nee, doch, X. M. So. Muss ranzoomen, gell? Ja, und da, ziemlich in der Nähe von da, wo wir gerade sind. Wie sind kann man nochmal ranscrollen? WS. Ich komme nicht näher hin. Hä? Ja, mach auch schon mal rechte Maustaste. Ah ja, okay, jetzt bin ich da. Ja. So, das sind zwei andere. Genau, das sind zwei daneben. Das sind Likon 2 Ja. und Moferinch. Ja. Sollen wir da Welches soll den man nehmen? näheren erstmal nehmen und dann. Warte, wo ist jetzt der? Der Der ist, dann Likon. gehen wir zum Likonf. Ich bin gespannt. Vielleicht hat es ja auch wieder einen stürmischen Planeten. Hast du da auch Feinde, gell? Echt? Kämpfst du schon oder Ja. was? Da ist ein Nein, aber Frachter, ich da ist ein krieg. Frachter. Lass mal hingehen. Ja. Ja, auch schon die Feinde töten, oder? Ja, ich sehe jetzt gerade noch keine. Ach doch, da, ja. Mach mal. Ah, die ist in Reichweite, oder was? Muss erst mal näher hinfliegen. Alter. Was ist das für eine Schnecke? Nur aufpassen, dass wir nicht den Frachter treffen. Okay, Ja, down. deswegen wollte ich jetzt noch einer. Nochmal einer, ja. Wo? Ach da. Ach, beim Frachter jetzt, da müssen wir aufpassen. Nicht wie das letzte Mal, dass wir auf den Frachter schießen. Ja, das hat auch mega, mega reingeschissen. Ist ja down, ja, gell? Hinter uns, hinter aber uns. Hinter. Ich gehe mal auf den einen. Noch nicht Aber den Frachter das anschießen. ist ein Ja. Einer down. Nochmal einer. Holy. Der fliegt halt voll zum Frachter. Jetzt down. Und du rammst mich weg. Ist schon nochmal einer? Ich sehe nichts mehr. Als ich mich nähere, bellt der Alien einen lauten Kampfschrei und feiert unseren Sieg, hoffe ich. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfelds seines Frachters, als wollte er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Frachter inspizieren. Annehmen. Ist jetzt dein, oder was? Ja. Gott. Der Kapitän zieht mich erfreut, beinahe erleichtert an. Vielleicht war die Last des Kommandos zu viel für ihn geworden. Oh Gott, ich will auch das mit ihm Schiff reden. und seine... Das Schiff und seine Crew stehen nun zu meiner Verfügung, ebenso wie das Kommando über die Unterstützungsfregatte des Frachters. Salutieren. Gott, wie geil. Jetzt hast du einen Frachter, oder was? Ein riesen scheiß Standardzerstörer. Jetzt hängen wir nur noch hier rum, oder was? Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Marschier, warte, bis Masterkiller die Mission startet. Jetzt kannst du hier irgendwann was? Die Mission starten. Ja, das musst du jetzt auch erst wieder lernen hier, wie du alles bedienst. Du kannst ja dann auch irgendwelche Sachen, irgendwelche Fregatten losschicken, die dann Sachen für dich sammeln. Ja, soll ich das mal machen jetzt hier? Keine Ahnung, was ist da jetzt zu machen? Ich kenn's leider auch nicht, ich kenn mich nicht aus. Ich guck Frachter, mal auf meinem Frachter aus.
Ja, du kannst hier Ding. Guck mal, hier hast du noch Lager und alles. Ich durchsuche mal deine Kisten. Ich beklau dich quasi jetzt. Ja, ein Atlas V1 passen nötig. Ja, dann haben wir jetzt einen scheiß Fracht, oder was? Das ist krass. Cool. Das ist jetzt hier, kannst du hier Sachen aufbauen. Das ist ja wie eine Basis. Ja. Und das kann man dann auch verändern. Die Größen und alles. Und der hat jetzt auch Inventarplätze für dich. Also nicht viele, aber du hast jetzt kannst dann Kisten hierher bauen und alles. 18 Inventarplätze. Okay, also direkt instant 18 zusätzliche Inventarplätze. Ja, Lust, dass du hier halt alles aufbauen kannst. Alter, das ist auch so ein riesen Teil direkt, oder was? Ja. Kranke Scheiße, Mann. Und dann noch 4 so Technologieplätze. Aber der Frachter, Hyper, Antrieb, muss man aufladen, der ist leer. Ja, landen jetzt hier auch andere oder landen nur wir hier? Da landen schon auch andere. Meinst du? Also den Frachter-Hyperraumantrieb kannst du genauso mit Warpzellen aufladen. Okay. Und du kannst jetzt hier natürlich, ich denke mal, auch höher stacken. Ja, du hast zwar bloß 15 Plätze, ja, aber du kannst wahrscheinlich wesentlich höher stacken. Und es ist ein Frachterklasse B. Ja gut, aber für den ersten, den du für Ome kriegst, kannst du ja nichts meckern. Gut, ist jetzt halt die Frage, wie viel wir in den investieren, wenn es ja doch dann noch gut relativ B ist es gut, ist Anfängerklasse wahrscheinlich, oder? Ne, B ist mittelgut. Mittelgut, ja. Ja, dann lass mal jetzt auf den Planeten hier gehen, oder? Bevor wir jetzt hier eine halbe Stunde in deinem neuen Kackhaufen rumrennen. Ja, soll ich mal diese Mission da annehmen? Oder was soll man das sagen? Nee, lass erstmal auf den Planeten gehen und dann können wir danach mal die Mission anschauen. Du hast hier irgendwie Frachtkapseln, also das sind wahrscheinlich deine Lagerplätze und da oben schon Verteidigungsgeschütz verstärkt. Boah, Alter, voll das mächtige, voll die scheiß Atomkanone.